Innerlich bin ich wohl stehen geblieben, sehe ich an so vielen Dingen, wenn ich mir meine Technik angucke. Ich mag die alten, bewährten Sachen, wenn ich mir die Welt um mich rum anschaue, dann muss ich sagen, vieles ist zwar heute besser, freier, aber zugleich auch ungeordneter, schwer überschaubar, nicht mehr so eindeutig abgegrenzt in Ja und Nein, in Schwarz und Weiß, in Ost und West. Chaos regiert die Welt. Damals war sicher nicht alles zum Besten bestellt, doch ist es das heute wohl kaum. Aber irgendwie gab es damals klar Strukturen, einen Rahmen, den man handhaben konnte, den ich handhaben, beherrschen konnte. Wenn ich mir die Zeit anschaue, zurückdenke, woran denke ich? Sofort falle ich in die Zeit, wo ich die meisten Eindrücke über diese Welt sammelte, vielleicht die Zeit, die mich dann auch prägte und nicht mehr losließ. Die Zeit, aus der ich nicht wirklich entkommen bin, so scheint mir das. Die Zeit Mitte, Ende der 80er, vielleicht abschnittweise auch etwas früher noch, bis Anfang der 80er, und weiter drüber hinaus. Kaum, maximal noch bis Anfang der 90er. Warum diese Zeit? Die wichtigsten, mich tief prägenden Ereignisse fanden wohl damals statt. Die Scheiß-Armee-Zeit, die Seefahrerei, nachher die Landarbeit auf der Werft, die ersten wirklichen Mädchen, alles Dinge, die irgendwas in mir bewegten, die mich irgendwie nicht mehr losließen, als wenn damals da was nicht fertig geworden ist in mir. Etwas mich festhält, mich nicht gehen lässt in die neue Zeit, etwas nicht richtig abgeschlossen wurde. Nur was? Etwas entlässt mich nicht in die heutige Zeit, nicht wirklich. Immer wieder falle ich in die Bilder aus diesen Zeiten. Bildern, die in mir sind und etwas vermitteln wollen, hinter denen vielleicht was steckt, ich weiß es doch nicht. Wie wohl sonst ist zu erklären, dass ich sofort an die alten Bilder denke, die ich vor mir sehe, damals aus der Armeezeit, damals aus der Seefahrerei. Wie ein Blitz schießen die Bilder in mich ein, spür ich die Wärme, fühl ich die besondere Luft in Asien, spür ich die Scheißkälte an der Grenze, diesen psychischen Druck, dieses Erniedrigtwerden von den eigenen Kameraden.